eine Bialetti-Espressomaschine. Hier gibt es schlechten Kaffee und verbrannte Finger. Aber das ist ein Klassiker. In jeder WG gab es dieses Ding. Fällt auseinander. Die Dichtung ist seit 10 Jahren in Ordnung. Das Sieb hier innen. Okay, das Innere fängt an, ranzig anzusehen. Das ist Aluminium, das oxidiert. Wie koche ich jetzt einen halbwegs genießbaren Kaffee? Ich nehme als einzigen Trick Heißwasser, kochend Wasser und fülle das bis unterhalb von dem Sicherheitsventil. Heißwasser deswegen, damit der Kochvorgang schneller beendet ist und der Kaffee nicht zu lange steigender Hitze ausgesetzt ist. Anders als beim Siebträger, Kaffeepulver nur locker einfüllen. Ja, jetzt nicht fest andrücken, lohnt nicht. Die kriegt vielleicht ein Drittel vom Druck, wenn überhaupt, von der Siebträgermaschine drauf. Und ich habe hier die elektrische Variante, wo das auf so einem kleinen eigenen Kocher sitzt. Bei dem hier ganz schlecht zu sehen, der Betriebszustandsleuchte. Lange drauf drücken, habe schon oft drauf gedrückt, wie man hier am Verschleißen, am Gammel sieht. Jo, und dann abwarten, bis es anfängt zu brubbeln. Geht also bei dem ganz schnell. Hier fangen schon die ersten Kochgeräusche an. Und gleich noch die Warnung. Ich kenne fast niemanden, der sich nicht hier beim Nehmen von der Kanne die Finger verbrannt hätte. Entweder hier oder hier. Vor allen Dingen, wenn das ganze Ding auf dem Gasherd ist, dann wird auch der Griff noch schön aufgeheizt. Also verbrannter Kaffee, verbrannte Finger, italienisches Design, alles in einem. Wunderbar. So, fängt an zu brodeln, heizt auf, Wasser wird durch das Sieb, durch den Kaffee gedrückt, nach oben gebracht, blubbert dann, wenn es jetzt gleich anfängt zu pusten, ist es fertig. So, jetzt hört man so ein leichtes Brodeln. Dadurch, dass das Wasser heiß war, macht es einfach leichter. Ja? Wenn die Maschine meint, sie wäre fertig, dann gibt es ein Piepton von sich. Den will ich aber nicht abwarten, weil besser wird der Kaffee nicht. So, vorsichtig hier. Ja, fertig ist er. Vorsichtig die Kanne nehmen. Also bei dem Ton bleibt kein Kaffee unbeachtet. Ja. So, dann hat meine Brühe, die Italiener sagen dazu nicht Espresso, die nennen das Mokka. Ja? Dann hat man eine Tasse Mokka. Ah, irgendwo schon gut. Also bei allem, was ich lästere, würde ich es nochmal kaufen. Ja, wahrscheinlich, weil zwischendurch ist es ganz lustig und versucht's mal mit dem Trick mit heißem Wasser, baut's mal nach.